So, weiter geht's. Aber jetzt nicht an dieses halbe Betteln. Das probiere ich jetzt gerade nicht nochmal. Das habe ich jetzt 5 miteinander probiert und es ist immer nur gleich ausgegangen. Wir probieren jetzt hier dieses 47 Kilometer Ding hier. So, probieren wir's. Kann sein, dass es auch nur das heute ist. Unter die ersten 3, na geil. Ist es scheinbar nur ein Rennen. Ich hoffe, dass wir nur 4 Autos sind, dass ich dann zumindest ein Auto hinter mir lassen muss. Aber ich glaube, wir werden zu 8 sein. Jeder wette, dass wir zu 8 sind. 47,3 Kilometer, Alter. Und ich dachte schon mit 30 Kilometer, 40 Kilometer und dann haben wir fast. Jetzt haben wir nochmal ein paar Kilometer mehr. Ja, 8 sind wir. Puh, na gut, okay, probieren wir's. Warum auch immer. So, jetzt du kommst nach vorne, du machst einen Fehler und fließt direkt rein, bitte wieder zurück. Ich komme aber auch nicht in die Abkürzung rein, weil mich das Spiel so wegzieht direkt. Natürlich. Traurig ist, dass 3 Mann da vorne ohne Sorge um alles wegziehen können. Sechser, ja, ist klar. Ach, fahr doch, bleib doch da nicht stehen, du Spaten, ey. Egal, du darfst da gar nicht erst auf die Idee kommen, ranzukommen. Ja, wer soll denn schon dein Rennen? Mir ist das so, wie ich wollte. Ich muss das Ding nicht unbedingt gewinnen. Klar will ich das schon gewinnen, aber... Mein Ziel ist es, das Ding eigentlich gerne auf Platz, zumindest auf 3 zu beenden, damit ich das einfach von der Liste streichen kann. Weil ich habe keinen Bock, das Ding jetzt noch 10-mal zu fahren. So, der ist vorbei.
Ah ja, ramm mich doch von der Straße, du Spaten, ey. Das wird ja, dass ich momentan nur vier liege, dass ich nicht... Momentan drei Autos da mindestens davor sind. Na, fünf liegen momentan. Vier Autos davor mir noch. Wieso rammt ihr eigentlich in den scheiß Lieferwagen? Und der kann weiterfahren! Der kann weiterfahren, der rammt genauso rein! Und ich habe jetzt mal 10 Überschläge hintereinander. Noch 22 Kilometer voll. Natürlich kommt da noch einer vorbeigeschissen. Du bist Dritter, egal. Wir drücken uns dann auch vor 10 Mal vor mit 10 Autos vorbei. Wir haben noch 20 Kilometer. Meine Lebensanzeige sieht mir dann alles andere als gut aus. So, 17 Kilometer noch. Ich habe immer noch beide genug Autos hinter mir. So kann mir das gerne bleiben. Ich brauche nicht unbedingt noch... Ist okay, wenn ich nicht weiter nach vorne rutsche. 4,5 Kilometer, 14 Kilometer. Oh, Alter. Und die kommen immer noch weiter ran, ey. Ich meine, da vorne ist jetzt der Zweitplatzierte. Den habe ich jetzt auf deinen Abstand auch ein bisschen abgenommen. Natürlich steht der da. Du stehst da rum! Und wer ist da durchgerutscht? Der McLaren wahrscheinlich wieder. Na geil. Und noch ein bisschen Schaden dazu. Also ich habe jetzt... Das hat sich auch nicht so gut aus. Ich habe keine Möglichkeit... Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das Auto zu reparieren? Ne. Elf Komma vier.
9,9 Kilometer noch. Natürlich. Er kann da durchfahren, passiert nichts. Ah, verschwinde da hinter mir, Mann! Sechs Kilometer. Ich muss jetzt ein bisschen das Piano machen. Natürlich, das war's. Oder? Nee. Dritter, sauber. Yes! Ich habe das Ding abgeschlossen. Yes! Ist egal, Hauptsache ich habe das Ding irgendwie zugemacht. Beim ersten Versuch direkt. Dritter, das ist Jacke wie Hose. So viele Rennen dürften wir, auch nicht mehr offen haben. Es ist jetzt auch 24 Kilometer Rennen, das auf, das lange Ding da. Ja, ich sag ja, das ist jetzt beim ersten Mal eigentlich fast geschafft. So, 911 GT2 RS, den wir nochmal freigeschaltet haben. So, die Frage ist, wie viel haben wir noch offen? Ist nichts passiert mit Gold. Ich glaube, wir haben so viel nicht mehr zu fahren. So, hier haben wir noch die Sequest-Tour. Ich hoffe, das war das jetzt. Alter, hier geht einem langsam ein bisschen auf den Sack mit den Rennen. Mit der Länge vor allen Dingen. Habt ihr das gerade gesehen? ...70 Kilometer Sequest-Tour. Einmal durch komplett drumrum. Ich glaube, es sind eh nur zwei Rennen, ne? Highway Battle und die Sequest Tour, das ist, glaube ich, der letzte Teil, ne? Sieht so aus, ja. Ne, hier ist auch ein Hot Pursuit mit 18 Kilometer. Ja, so viel haben wir so viel dürfte auch nicht mehr haben, ja. Ja, dann haben wir da noch das Ding. Haben wir noch die paar Rennen. Wir fahren nochmal den Highway Battle. Wir probieren das Ding jetzt nochmal zu fahren. Und dann haben wir noch zwei Rennen. Erstmal tatsächlich geschafft, wenn mir der blöde Kopf nicht ins Auto geflogen wäre. Hätte ich das Thema auch schon gelesen. Aber wie gesagt, 70 Kilometer, das ist nochmal eine Hausnummer. Dann schaffen wir diese 18,9 Kilometer, dieses kleine Ding noch. Das schaffen wir dann wahrscheinlich, jetzt gehen wir dann das wahrscheinlich ins Finale.
So. Verdächtiger gesichtet. Wir nehmen ihn uns vor. Aber das können wir jetzt eh nicht machen. Wir haben nur noch, wir können ja nur noch das Ding hier fahren gerade momentan. Wir haben sonst kein Rennen mehr offen. Hier spricht die Citrus County Police. Halten Sie an. Ich gehe mal. Scheiße. So, das wurde ja nie mal. Bitten um Genehmigung für einen Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Wir haben zwar das Thema jetzt irgendwie mit dem Kopf, das war der Kopf nicht da abfuckt. Ich krieg die Karre nicht mehr rübergezogen mit den Geschwindigkeiten. Der dreht sich ein bisschen rein und dann. Radewand einsatzbereit. So, weg mit dem McLaren. Packen wir mal einen Busch. Ich hätte gern so wie früher bei dem Rivals. Hätte ich gerne eine Schadensanzeige beim Gegner. Der Verdächtiger versucht mich von der Straße zu drängen. Hätte ich gerne eine Schadensanzeige, damit ich weiß, wie viel Schaden noch haben. Alle Einheiten, Straßensperre aus dem Gesicht gesetzt. Hier. So, dann nehmen wir den auch mal aus dem Rennen raus. Der hatte mir auch, der hat wahrscheinlich auch sehr gut einen mitgekriegt. Nagewand einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagewand an eurer Position. Nagelband in eurem Bereich entdeckt. Seid vorsichtig. Nagelband hat Ziel verfehlt. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Verdächtiger setzt sich zu Wehr. Auf jeden Fall jetzt irgendwas getroffen. Zwar ein Kopf. Zwei Kopfs Minimum. Ich brauche einen anderen Wagen. Einheit ausgefallen. Scheiße. Ich habe die Lücke da drinnen irgendwie gesehen. Aber gefühlt sind die anderen da mit rein. Ich habe eigentlich gar nichts getroffen, aber gut. Kontakt. Was habt ihr denn gegen mich heute? Die Luftverfolgung haben einen bestätigten Treffer. An alle Einheiten. Aber jetzt haben sie mich zwei, drei Stück getroffen und da. Sah ich die ganze Zeit ganz gut aus mit der Schadensanzeige. Seht ihr das? Geil, ich krieg. Gerade dieses Rennen ist sowas von verflucht, ich krieg's nicht hin. Immer wieder krieg ich nur das. Ich kann aber nicht anders fahren momentan, liebe Leute. Der sagt mir die ganze Zeit, nö, du darfst definitiv, alle anderen dürfen durchkommen, aber du kriegst das momentan nicht hin. Und ich kann keine anderen Rennen fahren, weil ich nicht weiterkomme sonst im Spiel. Wenn ich mich noch in Ruhe lassen würde, einfach. Halten Sie den Wagen an! Boah, halt doch scheiße deine scheiß Karre selber an, Idiot! Mann, genau. Verdächtiger versucht mich von der Straße zu drängen.
Okay, entfernt euch von dem Kerl. Ich werde ihm einen Schuss verpassen. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt. Seid vorsichtig. Nagelband einsatzbereit. Zentrale, bitten um Genehmigung für Einsatz. Fahrzeug ausgefallen. Zieh mich zurück. Da sind wir führend, ja. Der Kopf hat sich gerade selbst ein bisschen eliminiert. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Ich ziehe vor eurer Position Einheiten zusammen. Behaltet eure Route bei. Verdächtiger fährt äußerst aggressiv. Nagelband einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagelband an eurer Position. Der Typ will einfach nicht anhalten. Ich gebe Gas und versuche ihn einzukeilen. Ihr Zielerfassung festgestellt. Ausweichmanöver einleiten. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Ah, der fährt hier hin. An alle Einheiten, das Kommunikationssystem ist gestört. Systembetrieb prüfen und bestätigen. Das war Glück, also. Das war gerade Glück, dass ich da nicht noch reingezogen bin. Verdächtiger widersetzlicher Festnahme. Er wehrt sich. Ja, da komme ich nicht mehr rum. So, jetzt ist sein scheiß Kopf erstmal weg. Warum auch immer du nicht anfangst. Gut, das war nur ein Takedown, okay. Verdächtiger hat das Nagelband umfahren. Wiederhole, Verdächtiger ist dem Nagelband entkommen. Verfolgung fortsetzen. Brauche ich doch mal ein Turbo oder so? Wir haben ihn verloren. Verdächtiger ist im Tunnel. Wir fliegen zu. Alle Einheiten. Wir messen einen Energieanstieg bei Verdächtigen. Seid vorsichtig. Verdächtiger hat mich gerammt. Nein! Verbindung unterbrochen. An alle Einheiten. Unsere Signale werden gestört. Sind auf Lichtkontakt angewiesen. EMP-Ziel verfehlt. Verfolgung eines Bugatti. Verdächtiger
wichtige Fahrzeug stark beschädigt. Auf jeden Fall Nagelband-Takedown. Nagelband hat Ziel verfehlt. Waffensysteme nicht einsatzbereit. Wendet die rechte Gewalt an. Ich habe das Fahrzeug von der Seite. Der Fahrer scheint sich anhalten zu wollen. Nein, nicht wirklich, oder? Och Leute, geht ihr mir nicht. Warum muss man. Das Rennen ist so verflucht. Ich krieg es gerade so nicht hin. Irgendwas geht immer und diesmal war sie selber schuld. War doch noch ein scheiß Lieferwagen rumstehen. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg es nicht hin. Ja, Ausrüstung verbessert, leg mich doch im Arsch. Turbostufe 3. Hudson Tech. Modernste Automobiltechnologie für den Zubehörmarkt. Aktuelle Weiterentwicklungen unserer Turbo-Drive-Technologie ermöglichen einen zweifachen Anstieg der Leistung. Welchen Supersportwagen man auch fährt, es gibt immer Situationen, in denen man noch einen Zahn zulegen muss. Tja, hätte ich sonst geschafft. Aber da musste ja ein Auto stehen unbedingt. Da sagte mir das Auto, der steht noch im Weg, da haue ich die letzten Lebensenergie auch noch weg. Naja, dann machen wir Feierabend. Ich hab keinen Bock mehr.